In Berlin begrüße ich sehr herzlich Georg Dietz, er ist Buchautor und Spiegeljournalist. Herr Dietz, in der Migrationspolitik zeichnet sich eine gewisse Tendenz ab, mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, obwohl Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International jetzt im Fall Algeriens Bedenken äußern. Zügiger abzuschieben, die Einrichtung von Ankerzentren und Rückführungsabkommen mit anderen Ländern, auch das sind gewisse Tendenzen, die man sieht. Sind das die richtigen Maßnahmen, um die angespannte Stimmung in Deutschland zu verbessern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Guten Tag erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Ich glaube, die Art und Weise, wie der Bericht das geschildert hat, ist ja schon relativ eindeutig, dass Migration das zentrale oder eines der zentralen Themen der nächsten mindestens 30, 40, 50 Jahre sein werden. Und die Art und Weise, wie nur im Modus der Sicherheit und der Stabilität über dieses Thema geredet wird, ist extrem kontraproduktiv, würde ich sagen. Die Art, wie Angela Merkel, die nicht für Visionen bekannt ist, sich scheut, ein großes Bild, vielleicht in Vereinigung mit Frankreich, Macron, zu zeichnen, wie eine größere Lösung für diesen Kulturraum im Mittelmeer zu schaffen sein könnte, das würde mich interessieren. Und das würde, glaube ich, auch etwas aus der Anspannung der Diskussion in Deutschland wegnehmen, weil man sich, wenn man sich immer nur über Abschiebungen und über die Problemfelder unterhält und nur im Modus des Polizeidenkens eigentlich agiert oder der Abschiebungslogik, dann, glaube ich, verstärkt man eher das Gefühl der Angst. Und diese Angst, die in der Gesellschaft immer vorhanden ist, wird durch diese Art der Diskussion verstärkt. Was mir fehlt, ist eben ein etwas, was über das Stückwerk hinausgeht. Und dazu würde ich auch Ankerzentren im Grunde zählen, die eben eher so eine Art Placebo in vielerlei Hinsicht sind, finde ich. Die Migrationspolitik Angela Merkels ist eine andere geworden. Ich würde sagen, eine restriktivere. Anders als sie, zumindest nicht mehr so sehr in dem Geiste wie vor 3 Jahren, als sie den Satz "Wir schaffen das" gesagt hat. Sie haben das eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, die Kanzlerin macht es ihren Kritikern damit auch leichter, Ängste zu schüren in der Gesellschaft? Ja, Angela Merkel hatte ein paar gute Wochen, muss man leider sagen, im Sommer 2015, als sie eine gesellschaftliche Stimmung aufgenommen hat, in einen Satz gefasst hat, wir schaffen das, und da eine wirkliche Bürgerbewegung im Grunde unterstützt hat. Die Realität im Sommer 2015 war eine, die ein anderes Land ermöglicht hätte, eine andere Form von Solidarität, von Hilfe, und das hätte man mit großen Schwierigkeiten, gebe ich zu, vielleicht versuchen müssen, europäisch umzusetzen. Stattdessen hat Angela Merkel sehr schnell im Deal mit der Türkei eben diese Richtung schon 2015 geändert zu einer sehr viel restriktiveren Politik und ist im Grunde seitdem im Modus des Reagierens, wie die Rechten die Stimmung prägen. Und das ist eben Merkels Politikstil, dass er sie sich nach den Gegebenheiten richtet. In dieser Situation sind es, glaube ich, 3 verschenkte Jahre für die gesamte Mittelmeerregion, für dieses Land, die verschenkte Jahre waren, weil man sich nicht um Zukunftsfragen gekümmert hat und weil man nur über die Migration in der kurzfristigen wahltaktischen Art und Weise geredet hat. Das ist eine Verkümmerung des Diskurses und dadurch auch eine Verkümmerung der Politik in diesem Land. Wie müsste denn der Diskurs geführt werden? Sie haben gesagt, die Rechten bestimmen so ein bisschen die Stimmung im Land. Letzte Woche ist der ehemalige Kanzlerkandidat Martin Schulz im Plenum aufgestanden und hat sich die AfD vorgeknöpft. Johannes Kahrs, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hat dann noch mal einen draufgesetzt, kann man sagen. Was ist denn der richtige Weg? Wie streitet man denn richtig mit rechts? Ich glaube, das ist schon ein bisschen die falsche Frage. Ich habe verstanden, warum so viele Leute Martin Schulz froh waren, dass Martin Schulz so direkte Worte an die AfD gerichtet hat. Aber es zeigt ja auch nur wieder, dass es ein Verhaken mit der AfD ist. Also ich finde, die Politik dreht sich seit 3 Jahren nur darum, wie kann man das verhindern, dass die Rechten immer stärker werden. Das Problem ist ein ganz viel komplizierteres. Die SPD zusammen mit der CDU sind seit langem in der Regierung. Die SPD ist eine Partei, die genauso für den Freihandel steht, genauso für die Globalisierung steht, die genauso für eine Art von
Gesellschaft steht, die leider immer ungerechter zu werden scheint für viele Leute. Das heißt, was man verpasst, wenn man nur darüber redet, wie man mit den Rechten reden könnte, ist, sich Gedanken zu machen oder eine Art von Plan zu entwickeln, wie es gut gehen könnte, wie es funktionieren könnte. Das fehlt mir zurzeit in der Debatte, dass es Lösungen gibt und die nicht nur im Modus der Angst formuliert werden, sondern irgendeine Vision für dieses Land, irgendeine Perspektive für dieses Land offenlegen oder skizzieren. Und das alles steckte eigentlich im Sommer 2015, wo dieses Land plötzlich offen schien und wo die Bürger verstanden haben, so war das mein Eindruck damals und ich war viel unterwegs, dass es von unten her darum geht, neue Ideen für dieses Land zu entwickeln, eine neue Dynamik zu entwickeln, Menschlichkeit. Herr Dietz, wie könnte das denn gelingen? Also Sie sagen von unten her, also wie kann es gelingen oder was wäre denn so eine Lösung, die Sie gerade angesprochen haben? Wie kann es gelingen, die weniger radikalen, als ich sage, die Menschen, die nicht rechtsradikal sind, die es aber, wie zum Beispiel in Chemnitz, billigend in Kauf nehmen, neben Rechtsextremen bei Protestmärschen mitzulaufen? Wie kann es gelingen, diese Menschen wieder ins gesellschaftliche Gespräch einzubinden? Indem man sich schon sehr genau anschaut, was in diesen Teilen von Deutschland passiert ist. Dass in Sachsen eben sehr viele Hunderttausende abgewandert sind, dass es eine Art von demografische Unwucht gibt, dass Kommunen extrem schlecht ausgestattet sind, dass es tatsächlich einfach eine auch fast Ideologie der Austerität auch in diesem Land gegeben hat, dass der Staat sich selbst als positive Vision zurückgezogen hat, dass Schwimmbäder nicht geöffnet sind, dass es einfach ein Gefühl gibt, und das ist nicht mehr als ein Gefühl, dass es eine Realität gibt, dass sich die Spaltung in diesem Land für viele Leute wirklich konkret an ihrem Ort zeigt. Und das heißt, die Politik müsste aufhören, letztlich Machtspiele zu spielen und müsste, oder auch der Journalismus müsste aufhören, sich um diese Machtspiele zu kümmern und müsste eigentlich viel differenziertere Geschichten erzählen. Und die Politik müsste viel differenzierter im Lokalen, im Kommunalen, auf Landesebene agieren und da Lösungen finden, die für die Menschen plausibel sind. Ich glaube, was verloren gegangen ist, ist so ein Gefühl für Sinn und Zusammenhalt für viele Leute. Manche gehen dann nach rechts, manche ziehen sich zurück. Es ist aber eine Verkümmerung eines Staatsgefühls. Und dieses Staatsgefühl im ganz demokratisch emphatischen Sinne war 1989, 90 in diesem Land und wurde mehr oder weniger verschenkt und war 2015 in diesem Land und wurde mehr oder weniger verschenkt, weil man sich nur darum gekümmert hat, wie es den Rechten jetzt plötzlich geht in diesem Land. Das sagt Georg Dietz, Buchautor und Journalist. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Danke Ihnen.